Große Teile der Medien, Politiker und Wissenschaftler haben sich mit dem Linksextremismus bislang entweder nicht beschäftigt oder sie leugnen, dass es ihn überhaupt gibt. Davon ist der Linksextremismusforscher Klaus Schröder überzeugt. Wie er in der am 15. Juli auf Phoenix ausgestrahlten ZDF-Sendung Peter Hane sagte, warte die linke Szene auf Anlässe und schlage dann zu. Die Partei Die Linke und die SPD hätten den Fehler gemacht zu behaupten, dass es sich bei den Akteuren in Hamburg während des G20-Gipfels nicht um Linke handle. In Deutschland müsse man sich intensiver mit dem Linksextremismus auseinandersetzen und dürfe dies nicht gegen eine Beschäftigung mit dem Rechtsextremismus und dem Islamismus ausspielen. Deutschland vernachlässigt seine Mütter. Diese Ansicht vertritt die Journalistin Birgit Kelle in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Die 42-jährige Bestseller-Autorin ist Mutter von 4 Kindern. Ihr zufolge gleichen Eltern- und Kindergeld nicht die Aufwendung aus, die Eltern im Vergleich zu Kinderlosen haben. Auch die Anerkennung von Erziehungszeiten bei der Rente sei unzureichend. Da bräuchte ich 18 Kinder, um später als Rentnerin über die Runden zu kommen. Eine Wertschätzung der elterlichen Erziehungsleistung wäre, wenn der Staat die Kosten für einen Kita-Platz in Höhe von etwa 1.100 Euro pro Monat den Eltern direkt geben würde. Kelle fragt deshalb, warum subventioniert der Staat massiv die Fremdbetreuung, anstatt in das Original, also in Mutter und Vater, zu investieren. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften durch den Bundestag wurde von der EKD begrüßt. Für Pastor Ulrich Rüst zeigt die Zustimmung eine ethische Krise in der evangelischen Kirche. Der Vorsitzende der kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der Nordkirche sprach bei deren Tagung von einer Entscheidung, die biblisch nicht tragbar sei. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Letztlich geht es darum, dass wir die Ehe so verstehen, wie die Bibel sie versteht. Jesus bezeugt ganz klar, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Dieses Eheverständnis ist nicht übertragbar auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder auch andere Partnerschaften. Und wenn das der Staat so beschließt, dann ist das nicht nachvollziehbar für uns Christen, sondern wir stehen im Gegensatz dazu, weil wir die biblisch-christliche ethische Botschaft nicht sehen können in diesem Beschluss. Wir fordern die Kirche auf, den Beschluss nicht mitzutragen. Und leider ist es so, dass die Kirche diesen Beschluss mitforciert hat.